Dankeschön. Also das Thema ist schon angekündigt. Vielleicht hat den einen oder anderen der Titel ein bisschen abgeschreckt, weil Generalisierung ist so ein Begriff, den zwar alle schon mal gehört haben, aber viele nicht so genau wissen, worum es geht. Deswegen zur Motivation. Das Thema, womit ich mich beschäftige, ist im Grunde genommen die Karte bei den niedrigen Zoomstufen, die OSM-Karte, der Malstil, wenn man auf die Webseite geht. Warum sieht die so schlecht aus? Und was kann man dagegen tun? Die Frage ist insofern relativ bedeutend, weil das ja das Bild ist, was ein OSM-Neuling von OSM bekommt, wenn er zum ersten Mal die Webseite aufruft. Und den Eindruck, den man da bekommt, ist natürlich schon durchaus wichtig für das Image von OSM. Es gibt auf die Frage eine relativ kurze und einfache Antwort. Die sieht so schlecht aus, weil die Daten für die hohen Zoomstufen erfasst wurden. Das ist natürlich auch gut so, weil das ist das, wo man die Daten ursprünglich erfasst. Das ist natürlich nicht befriedigend als Antwort, weil das löst das Problem nicht. Und der einzige Schluss, den man ziehen könnte, dass man die Daten 20 Mal erfasst, für die Zoomstufen 0 bis 19 für jede einzelne. Das ist aber natürlich nicht machbar. Deswegen müssen wir dann die Sache ein bisschen detaillierter betrachten. Und damit anfangen möchte ich den Begriff Generalisierung noch mal kurz zu erläutern. Im Grunde genommen geht es bei Generalisierung um alles, was mit den Informationen passiert auf dem Weg von der Realität, also in der Landschaft, wenn wir mappen, bis in die Karte. Und die Karte ist ja im Grunde genommen nicht die Absicht, ein möglichst akkurates Bild von der Realität zu geben, das würde ein Foto viel besser hinkriegen, sondern eine abstrakte Darstellung, die einem ein besseres Verständnis der Realität verleiht. Und dafür ist die Informationsbearbeitung recht wichtig und das nennt sich im Grunde genommen alles Generalisierung. Zwei Beispiele aus OSM, aus der OSM-Mapping-Praxis, wo man mal sieht, wie das in OSM so gehandhabt wird. Erstmal ein paar, wie mappt man Bäume? Bäume, wie die meisten wissen, als Node mit einem Tag Natural Like Tree. Das ist so die Art und Weise, wie man einen einzelnen Baum mappt und zwei Komponenten in der Generalisierung da. Man reduziert diesen komplexen Baum, jeder individuell anders, auf einen Node und das andere, man verleiht ihnen ein einheitliches Tag. Das ist aber nicht, wie die meisten Bäume in OSM gemappt werden. Die meisten Bäume werden nämlich stärker generalisiert als Polygon für den Wald, als Gemeinschaft aller Bäume gemappt. Wobei das hier so ist, dass es eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Also entweder man mappt das Ganze als Polygon, als Wald, oder als Bäume, aber es wird praktisch nie gemacht, dass man einen Wald als Polygon mappt und dann die Einzelbäume auch nochmal mappt. Bei Gebäuden sieht das ähnlich aus. Gebäude mappen ganz klar als geschlossener Way im einfachsten Fall und ein Tag Building gleich Yes. Auch hier haben wir die stärker generalisierte Variante, nämlich das Land-Use-Polygon, Residential oder was auch immer die Gebäude für eine Funktion haben. Und hier ist es halt üblich, dass man beides mappt. Also üblicherweise haben wir halt das Land-Use-Polygon für die Wohngebiete und gleichzeitig auch noch die Gebäude da drin. Und das wird halt bei verschiedenen Zoomstufen dargestellt, also bei den niedrigen Zoomstufen nur die Land-Use und bei den hohen Zoomstufen auch die Gebäude. Und das stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn das Ganze nicht zueinander passt? Also wenn wir ein Land-Use-Polygon haben ohne Gebäude oder Gebäude ohne das Land-Use-Polygon? Das ist eine ungeklärte Frage. Deswegen, sobald man anfängt, verschiedene Varianten derselben Dinge zu mappen, verschiedene Generalisierungsgrade, kriegt man solche Probleme. So, ups, da fehlt was. Gucken wir, ob das noch. Ja. Das ist nicht schön, warum das da fehlt. Also ich wollte da eigentlich den Ablauf, den die Daten in OSM nehmen, darstellen. Ist jetzt in der Präsentation anscheinend nicht sichtbar. Weiß nicht, ob das an dem Rechner liegt oder an dem File, was ich erzeugt habe. Das, was ich sagen wollte, ist, wird jetzt ein bisschen weniger anschaulich, dass die geometrische Generalisierung in OpenStreetMap, wie eigentlich an den Beispielen eben schon erläutert, immer am Anfang bei der Erfassung passiert. Das liegt vor allem daran, weil später im Prozess, beim Rendering der Karte, durch die Performance-Anforderungen praktisch nichts mehr gemacht werden kann, weil es alles schnell gehen muss. Und es gibt von diesem Prozess eine einzige Ausnahme. Das sind die Küstenlinien. Die werden nämlich an dem normalen Datenfluss der Daten in OSM vom Erfassen bis zum Rendern vorbeigeschleust und einmal am Tag erzeugt durch OSM Coastline, indem eine zusammenhängende Küstenlinie für die ganze Welt erzeugt wird. Dabei findet keine Generalisierung statt.
Es wird zwar ein vereinfachtes Küstenlinien-File auch erzeugt, was für die niedrigen Zoomstufen verwendet wird, aber das hat keinen sichtbaren Effekt auf das Erscheinungsbild der Karte. Was das aber sehr schön illustriert, ist, dass im Grunde genommen eine Zwischenverarbeitung möglich wäre, dass man also einen Generierungsschritt einfügen könnte in den ganzen Prozess. Und ausgehend von den Küstenlinien möchte ich auch das erste Beispiel bringen. Wenn man die Küstenlinien direkt darstellt, wie es halt bei der normalen OpenStreetMap-Karte gemacht wird, ist es bei den niedrigen Zoomstufen halt relativ unübersichtlich, weil wir sehr viele Details in der Karte haben, die im Grunde genommen bei der geringen Auflösung der Karte nicht sinnvoll darstellbar sind. Dadurch ist die Karte schlecht lesbar. In vielen Fällen uneindeutig, ist nicht ganz klar, sind das irgendwelche Inseln getrennt oder ist das eine Insel, sind da irgendwie Verbindungen vorhanden oder nicht. Das ist ein großes Problem, was eben die Karte unübersichtlicher macht. Und bei der Bildschirmdarstellung ist das alles noch relativ gut, weil das Ausgabemedium recht niedrig auflösend ist. Also auf einem normalen Bildschirm gehen wir mit einer niedrigen Auflösung aus, sodass wir viele Details sowieso nicht sichtbar haben. Wenn wir allerdings für einen Druck eine Karte produzieren oder für ein hochauflösendes Mobilgerät, dann sieht das ganz anders aus. Und da haben wir halt das Problem, dass wenn wir die Auflösung erhöhen in der Ausgabe, dass wir zwangsläufig mehr Details bekommen, wenn wir die Originaldaten verwenden. Wir können also nicht die Auflösung und den Detailreichtum der Karte unabhängig voneinander einstellen. Und das ist halt bei der Verwendung generalisierter Daten möglich und ein großer Vorteil. Also hier sieht man das mal beispielhaft an den Ägäischen Inseln erläutert. Wir haben hier von links nach rechts Erhöhung der Auflösung, also eine Zoomstufe reinzoomen. Und das können wir, wenn wir jetzt in derselben Zeile bleiben, ohne Erhöhung der Detailmenge vollziehen und von oben nach unten halt mehr Details hinzufügen, indem wir den Ausmaß der Generalisierung verringern. Und so haben wir zwei unabhängige Stellschrauben, an denen wir drehen können. An diesen Bildern lässt sich auch relativ schön erläutern, worauf es ankommt, also was die Aufgabe der Generalisierung eigentlich ist. Wir müssen, wie eigentlich schon angedeutet, die Details, die wir nicht sinnvoll darstellen können, eliminieren aus den Daten. Und gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass die Dinge, die wir darstellen, alle ordentlich sichtbar sind. Das kann man hier an den Meerengen relativ gut sehen, hier am Bosporus bei Istanbul, wo bei der detailreichen Variante eben die beiden Ufer so nah zusammen stehen, dass sie sich berühren in der Darstellung. Und hier muss halt die Generalisierung darauf achten, dass die gut separiert sind, dass man klar erkennen kann, da ist keine Landverbindung, da ist eine Wasserverbindung. Das sind also die zwei Anforderungen im Grunde genommen an die Generalisierung der Küstenlinie, was ein Verfahren leisten muss, um die Küstenlinie zu generalisieren. Und der Ansatz, da ist schon wieder ein Bild nicht sichtbar, den ich da gewählt habe. Das ist jetzt schlecht mit dem Bild. Können wir das PDF öffnen? Nee, das sind SVGs in einem... Ja, ein paar zurück, Knochen irgendwo da. Genau, da sind wir schon richtig hin. Gehe ich ans Weiter gleich, das passt schon. Okay. Vollbild, ja, das ist hier jetzt aber nicht sichtbar. Ich werde hier so geschickt. So. Okay. Das sollte gezeigt werden. Also das Verfahren, was ich mir überlegt habe und implementiert habe dazu, ist eigentlich recht einfach. Wir nehmen die Küstenliniendaten, wie sie aus dem OSM-Coastline kommen. Ich raste die in eine Land-Wassermaske, mache auf diesem Raster ein bisschen Raster-Voodoo, das eine Kombination verschiedener Bearbeitungsschritte ist, die ich jetzt nicht im Detail erläutere, aber der Code dazu ist Open Source für jeden einsehbar und vektorisiere das Ganze hinterher wieder. Man kann sich vorstellen, das klingt erstmal absurd, ist aber ein recht effizienter und robuster Weg, das zu tun. Und worauf es dabei ankommt, ist, dass das Raster fein genug sein muss, um alle Elemente, die man darstellen möchte, also die Meerengen zum Beispiel, abzubilden. Also das muss detailliert genug sein und idealerweise, damit das gut im Ergebnis funktioniert, sollte man ein bis zwei Stufen in der Rasterweite feiner sein als
die Karte, die man am Ende rendern möchte. Insgesamt ist der Ablauf, den ich dann vollziehe, so, dass ich die Daten erst einmal bei Zoom-Stufe 9 rastere und generalisiere und dann als Ergebnis kriege ich die Küstenlinie für die Darstellung bei Zoom-Stufe 8 und ich mache dann die niedrigeren Zoom-Stufen auf Grundlage dieser schon einmal generalisierten Daten, was wesentlich besser im Ergebnis und effizienter ist, als wenn man das Original, also für jede Zoom-Stufe aus den Originaldaten machen würde. Das ist spezifisch für die gewählte Projektion der Karte, also für die Webmarkator-Projektion muss man das einmal machen und für alle anderen, wenn man eine andere Projektion hat, auch. Und dauert insgesamt etwa für Zoom-Stufen 1 bis 8 etwa 3 Stunden. Das Programm, wie gesagt, ist Open Source für jeden verfügbar. Ein paar Beispiele, wie das dann im Ergebnis aussieht. Hier Südamerika, die Küste. Norwegen und schließlich noch nördliche Ostsee. Also man sieht, dass das durchaus relativ gut funktioniert, dass man also hier in der Originalwiedergabe halt die Details nicht wirklich identifizieren kann. Und wenn man halt die nicht sinnvoll darstellbaren Details wegmacht, dann kann man zumindest das, was man noch darstellt, wesentlich klarer erkennen. So, soweit zu den Küstenlinien. Als zweites Beispiel habe ich die Gletscher ausgewählt, die nach den Küstenlinien die großräumigsten natürlichen Elemente sind, die man auf der Karte hat. Also im Grunde genommen etwas, was man eigentlich schon bei den niedrigsten Zoomstufen, so 1 bis 2, könnte man das schon anfangen darzustellen. Bei der normalen OSM-Karte wird es erst ab Zoomstufe 6 dargestellt und das in all den Polarregionen schon nicht mehr sinnvoll darzustellen ist. Die Aufgabe für die Generalisierung ist bei den Gletschern eigentlich ähnlich wie bei den Küstenlinien, es sind genauso Polygone. Es gibt aber ein paar kleine Unterschiede. Zum ersten haben wir ein symmetrisches Problem, also wir haben sowohl kleine Eisflächen wie auch kleine Lücken im Eis, während bei der Küstenlinie definitionsgemäß es nur kleine Landflächen, also Inseln gibt, aber keine kleinen Wasserflächen. Daneben haben wir im Allgemeinen für einen Kartenstil, ist es weniger entscheidend, dass die topologische Konsistenz gegeben ist, also dass feine Verbindungen oder feine Trennungen zwischen einzelnen Eisflächen erhalten werden. Dafür ist es aber wichtig, dass das Ganze zur Küstenlinie passt. Also wenn wir einen Gletscher haben, der bis ans Meer reicht, sollte der auch in der generalisierten Darstellung bis ans Meer reichen. Und wenn er vor dem Meer endet, sollte er auch in der generalisierten Darstellung nicht bis zum Meer reichen. Es ist also wichtig, dass man die Küstenlinie, die generalisierte Küstenlinie schon als zusätzliche Eingabedaten in die Verarbeitung mit reinbringt. Und wenn man das dann tut, kann man hier an einem Beispiel sehen, bekommt man hier auch eine vereinfachte und klarere Darstellung von Gletschern und dementsprechend die Verbindung zum Meer ist genauso wie in den Originaldaten im Allgemeinen. Das Programm dazu auch als Open Source verfügbar. So, das waren zwei einfache Beispiele, bei denen das relativ gut funktioniert. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein drittes Beispiel, die Gewässer, die Flüsse und Seen erläutern, weshalb das auch wesentlich schwieriger sein kann. Hierzu im Bild dargestellt der Amazonas Südamerika mit allen Nebenflüssen, wie sie in OpenStreetMap aktuell erfasst sind. Und farblich hervorgehoben ist die jeweilige Bedeutung der einzelnen Flüsse. Also wir haben den Amazonas selbst in Rot, von der Quelle bis zur Mündung und die größten Nebenflüsse halt in Orange und die kleineren in Gelb und in Weiß. Und für die generalisierte Darstellung, also wenn man das jetzt bei einem groben Maßstab in der Karte darstellen möchte, dann würde man nur die bedeutendsten Flüsse darstellen, jedenfalls auf einer Weltkarte nur den Amazonas selbst und nicht die Nebenflüsse. Und das dann natürlich noch geometrisch vereinfacht, also auch die Details wieder eliminiert. Um das zu tun, muss man aber die Bedeutung der verschiedenen Flüsse erstmal bestimmen natürlich. Und das kann man eigentlich nur, wenn man das gesamte Flussnetzwerk analysiert. Die Bedeutung ist nicht die Größe des Flusses, denn der Amazonas ist hier im Oberlauf ein kleinerer Fluss natürlich als jetzt so einer von den Orangen in einem unteren Ende. Und trotzdem würden wir den Amazonas in der Weltkarte von der Quelle bis zur Mündung darstellen und nicht nur den Teil, wo er relativ breit ist. Das ist also die Aufgabe der Generalisierung vor allem, die Bestimmung der Bedeutung der einzelnen Flüsse. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man das komplette Flussnetzwerk analysiert. Und das ist nicht so ganz einfach, weil es sind erstmal erhebliche Datenmengen jedenfalls. Also hier ist nicht alles gleichmäßig in der Dichte erfasst. Man erkennt also hier auch, dass relativ dicht gemappte Gebiete hatten, andere Gebiete, wo praktisch nichts erfasst ist. Wenn dieses Gebiet jetzt in der Dichte, wie es in Mitteleuropa üblich ist, erfasst wäre, dann wären das mehr Daten, als die weltweite Küstenlinie
zusammen, also es ist relativ datenintensiv. Und daneben enthalten die Daten viele Fehler, die die Analyse wesentlich erschweren. Das ist der Ablauf, wie das bei mir derzeit abläuft, wobei ich das nicht regelmäßig durchführe. Also das System ist auch noch nicht als Open Source verfügbar, das ist noch sehr experimentell. Das dient fast alles, also hier haben wir den Teil, den ich vorhin schon mal gezeigt habe, was mit der Küstenlinie passiert. Und das ist halt der Aufwand, den wir für die Gewässer treiben. Und faktisch alles davon dient dazu, fehlerhaften Daten so weit zu korrigieren, dass sie nicht mehr zu großen Problemen für die Bedeutungsbestimmung führen. Die Fehler in den Daten, die häufigsten Fehler, die auftauchen, habe ich hier mal aufgelistet. Also das sind vor allem, dass die Waterways, also die Flüsse, nicht in die richtige Richtung gehen. Also die sollen ja flussabwärts immer gemappt werden. Daneben gibt es sehr oft Lücken zwischen verschiedenen Flächen oder auch den Waterways, die natürlich zu einem Problem führen, wenn man die Struktur des Flussnetzwerks analysieren möchte. Daneben die üblichen defekten Multipolygone natürlich und auch, dass wir in unübersichtlichen Gebieten Verbindungen zwischen verschiedenen Flüssen haben, die in Realität gar nicht existieren. Falsches Tagging ist auch ein Problem. Wenn wir einen Kanal haben, möchten wir den natürlich nicht in der Analyse des Flussnetzwerks berücksichtigen, weil der halt künstlich ist. Und wenn der halt nicht als Kanal ordentlich getaggt ist, dann fällt er halt rein. Uneinheitliche Erfassungsdichte hatte ich vorhin schon angedeutet. Der Grund, weshalb diese Fehler so verbreitet sind, ist vor allem, dass sie für die normale Darstellung der Karte überhaupt keine Rolle spielen. Weil in der normalen Karte werden Gewässer eigentlich generell alles in der einheitlichen Farbe dargestellt. Das ist also vollkommen unbedeutend, ob da irgendwo ein bisschen was strukturell nicht stimmt. Es fällt nicht auf. Und deswegen wird es halt auch nicht durchgehend von allen Mappern dahinterher gerannt, dass alles ordentlich ist. Es ist aber für die Generalisierung enorm wichtig und nebenbei hätte auch die korrekte Erfassung der Gewässerstruktur auch daneben eine Menge Vorteile. Also vorhin haben wir über die Reliefdaten zum Beispiel gehört. Wenn man konsistent erfasstes Flussnetzwerk hatten, dann könnten wir zum Beispiel die Reliefdaten in den Flusstälern enorm verbessern auf Basis dieser OSM-Gewässerdaten. Das ist also ein Thema, was auch über die Generalisierung hinaus eine Menge Vorteile hätte. So, zum Abschluss noch als Ausblick, woran ich in jüngerer Zeit gearbeitet habe. Das Problem, eines der Probleme bei der Verwendung generalisierter Daten ist, dass sie nicht mehr zu den Originaldaten passen. Also wenn wir die Daten generalisieren, verschieben wir irgendwelche Dinge. Und wenn wir jetzt hier, zum Beispiel hier ist der Bosporus und in blau dargestellt hat die generalisierte Küstenlinie und wir haben halt irgendein POI am Ufer und der kann, wenn er auf dem Land ist, nach der Generalisierung im Wasser landen. Und das will man natürlich nicht. Wenn man eine Karte darstellt, dann sieht das natürlich nicht richtig aus. Und was ich mir überlegt habe, ist, dass man halt auf Basis dieser beiden Küstenliniendatensätze, also der generalisierten Küstenlinie und der Originalküstenlinie, ein Verschiebungsfeld ermittelt, so Pi mal Daumen. Und durch dieses Verschiebungsfeld kann man natürlich dann andere Daten, wie zum Beispiel diese POIs, verschieben, damit sie dann relativ zur generalisierten Küstenlinie an derselben Position landen, wie sie sollten. So, das als Ausblick und zum Abschluss noch ein paar Bilder, wie denn eine gerenderte Karte aussieht unter Verwendung so generalisierter Daten, damit man auch mal sieht, was für Vorteile das hat. Da sind neben den erläuterten Daten für die Gewässer, die Küstenlinie und die Gletscher aus OSM-Basis natürlich noch Relief- und Vegetationsdaten aus anderen Quellen dabei. Das ist Südamerika, Nordeuropa mit einer Reliefdarstellung und Mittel-Südeuropa mit Vegetation. Ja, nähere Informationen habe ich hier ein paar Links zusammengestellt. Das wär's und ich freue mich auf Fragen. Vielen Dank, Christoph. Also ja, sehr beeindruckend, dass irgendwie HD, also sehr viel zu erfassen, viel, viel einfacher ist, als weniger darzustellen. Okay. Gibt es Fragen zu der Thematik? Hier vorne sehe ich nochmal. Ganz kurz die Frage, welcher Renderer? Eigenfabrikat. Ich war jetzt etwas überrascht, dass du auf Rasterdaten generalisierst. Warum nicht auf den Vektordaten? Das ist nicht wesentlich einfacher. Also im Grunde genommen vom Ansatz her könnte man sagen einfacher, aber vom Ablauf her ist es viel effizienter und auch viel robuster,
mit den gerasterten Daten, weil es hängt dann nicht mehr davon ab, wie detailliert die Originaldaten wirklich sind. Weil ich raste das in Raster und es hängt dann nur noch von der Rasterweite und von dem Raster ab. Und wenn dann in meinem Pixel dann 100 Nodes dann in der Küstenlinie da sind, dann interessiert das niemanden mehr. Und es ist halt auch wesentlich robuster. Also irgendwelche Spezialformen, die dann bei der Vektorbearbeitung irgendwelche Sonderbehandlung erfordern würden, fallen halt weg. Ich habe mal eine Frage, und zwar deine Voodoo-Box, Dilation Erosion. Das ist doch dann sehr parameterabhängig, ja. Stelle ich mir vor. Also es gibt eine ganze Reihe Parameter, die das Programm bietet, um das Verfahren einzustellen. Und das muss man natürlich auch an den Kartenstil und an die gewählte Auflösungsdifferenz zwischen dem Generalisierungsraster und der Zielauflösung anpassen. Bei dem Tool ist ein Beispiel. Es gibt also Beispielparameter dabei, mit denen man das machen kann, wo man schon mal sozusagen einen Anhaltspunkt hat, wo man anfangen kann. Muss man ein bisschen mitspielen, erfordert ein bisschen Erfahrung. Ja. Noch eine Frage eventuell? Sonst hätte ich mal eine Frage. Und zwar in der Literatur habe ich so, ohne jetzt groß zu recherchieren, aber so einen Eindruck gewonnen, generalisieren ist nichts, was wirklich gut automatisiert geht. Du nickst, vermutlich ist das immer noch so, oder ist das jetzt wirklich, wo du sagst, ist ein Quantensprung? Oder irgendwie also eine sowas? Gut gemachte Handgeneralisierung, würde ich sagen, ist immer noch in jedem Fall besser als eine automatische, aber es ist halt nicht machbar, für 20 Zoom-Stufen per Hand zu generalisieren. Nicht? Crowdsourcing-Generalisierung. Nein, ich glaube es auch nicht, aber okay, gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Vortrag. Achso, okay, aber bitte kurz. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Inwiefern lässt sich die Generalisierung für Flüsse auch auf Straßen anwenden, wie zum Beispiel Straßen, wo mehrere Fahrbahnen sind oder Autobahnzubringer? Wenn ich die Autobahnzubringer entferne, habe ich Lücken in der Autobahn? Also das, was ich jetzt zu den Flüssen gemacht habe, was auch einen riesen Aufwand darstellt, das gäbe es natürlich bei den Straßen überhaupt nicht, weil du ja nicht diese Netzwerkanalyse brauchst. Die eigentliche Vereinfachung geometrisch ist bei den Flüssen im Moment noch relativ rudimentär, das ist sehr verbesserungsfähig. Habe ich mich noch nicht groß darauf konzentriert, aber im Grunde genommen, was auch immer man da macht, kann man sicher auch in einem gewissen Maße auf die Straßen anwenden. Wobei bei den Straßen muss man natürlich mit den Kreuzungen und Abbiegungen dann die Sonderfälle. Also im Prinzip kann man solche Sachen auch auf Straßen anwenden. Also Grenzen hatte ich auch schon mal angedacht, wäre auch ein interessantes Thema. Okay, dann vielen Dank nochmal für den Vortrag. Ja. Und